Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Riding Out. So, ich stehe hier mit Candy, die eigentlich, so wie man hier gerade sehen kann, auch ein Wallach ist. Nein, sie ist eine Stute. Wallach? Nee, Hengst. Oh, ich lasse hier die arme Katanga da hinten stehen. Ja, vor allen Dingen auch gesattelt. Da ich den Platz im Inventar brauche. Ja, ich möchte mich jetzt hier aufmachen heute in den Wood Farm Forest. Oh, schick aus. Schick, schick. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich tatsächlich mehr darauf, wenn die Reithalfter dann ins Spiel reinkommen. Weil ich es einfach realistischer finde, nur mit Reithalfter unterwegs zu sein, beziehungsweise dann eben zügeln, als nur mit Sattel. Und dann halt gar nichts vorne drauf zu haben. Nicht mal einen Halsring oder sowas. Ups, wo will ich denn hin? Wow, also das sieht schon wirklich cool aus. Das Pferd in dieser Farbe hier in dem Wald, das sieht schon wirklich traumhaft aus. Ein wunderschöner Palomino. Ja, ich bin verliebt. Ich habe mich heute mal für etwas abenteuermäßigere Musik entschieden, denn wir erforschen ja heute bislang noch unbekannte Gebiete, wo noch nie eine KD rein vorgedrungen ist. So, mal gucken, ob wir hier irgendwo noch den Strawberry Rowan finden können. Wir sind jetzt auf jeden Fall gleich im Wood Farm Forest. Hier liegen auch schon überall Baumstämme rum. Eigentlich könnte ich tatsächlich da auch schon mal ein paar von abhauen. So. Schwer bewaffnet pirschte sie sich ans Holz ran und schlug drauf ein. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich jetzt aus einem Baumstamm rausbekomme. Denn ich glaube tatsächlich, dass ich in dieser Version des Spiels Röms noch kein Holz abgebaut habe. 4 Stück? Ja. Ich nehme mal lieber wieder die Axt aus der Hand. Ich möchte meine Axt nicht an Candy verfüttern. Und da trabten sie weiter dahin. Im Licht der aufgehenden Morgensonne durchkämmten sie den Wald nach wehrlosen Baumstämmen, die sie zerhacken konnten. Denn Kadi hatte es nicht so damit, hinter Baumstämmen hinterherzulaufen. Deswegen suchte sie sich die kranken Alten und Verwundeten. So. Kein Kommentar. Was ist mit mir los? Ich bin heute so irgendwie doof. Klein, das kommt, glaube ich, einfach. Oh, dieses Pferd, das ist so awesome. Ich liebe es so. Ah, oh, es ist so. Oh. Es ist einfach nur so. Oh. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist nicht Mund, es ist nicht Arm, es ist einfach Ohr. Warte mal. So, Axt wieder weg. So, die gute. Zuletzt habe ich Katanga vollgestopft mit Futter, das sie mir vertraut und mich gerne mag. Und jetzt muss ich wieder dem Pferd sagen, hab mich lieb. Ja. Naja, ich bin ja mal gespannt, wie viel mir das Holz bringt. Wir werden erst dann wieder zurückkehren, wenn mein ganzes Inventar voll ist mit Holz. Vorher werden wir uns noch nicht auf den Rückweg machen. So, aber ich glaube, dafür sind wir auch ganz gut gerüstet. Ja, und ich bin dann mal gespannt, wie viel Geld mir der Spaß hier so einbringen wird. Oh, hat das nicht Stil? Ist das nicht episch, wie wir dahin traben? Zu dieser Musik. Ich glaube, ich muss jetzt immer diese Musik hören, wenn ich das Pferd reite. Und wenn wir hier so tolle Sachen machen wie Holzhacken. Denn tatsächlich würde die Musik nicht zu allem und jedem passen. Aber hier so zu dieser heutigen Erkundungstour passt es eigentlich wirklich sehr, sehr gut, finde ich. Ich bin heute irgendwie so episch drauf. Und deswegen kann auch die Musik ruhig mal ein bisschen episch sein. Und es wurde immer dramatischer.
Oh ja, oh ja, oh ja, hier liegt ganz gut Holz rum. Aber haben wir hier nicht mal eine Hütte? So, bleib stehen, Candy. So, ja. So, sei brav, sonst rutscht mir die Axt aus. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Das würde ich niemals tun. So. Dann klopfen wir hier mal weiter. Nee, also ich bin wirklich gespannt, wie viel mir das bringt. Ich hoffe, dass ich nach dieser Holzhack-Aktion meine erste Multimillion hier zusammen habe. Mein Haus liegt übrigens voller Pilze, weil ich noch kein Geld für eine Truhe hatte. Sad story. Es ist tatsächlich so. Ich konnte mir keine Truhe leisten, deswegen habe ich die Pilze alle auf den Boden geworfen. Inklusive des Striegels und des Kohls, die ich noch dabei hatte. Weil ich mein komplettes Inventar hier leer räumen wollte, damit wir Platz haben für Holz. So, jetzt ist die arme Candy gerade mal einen Tag bei mir und muss schon Holz schleppen. Das arme Tier. Vielleicht sollte ich erstmal gar nicht aufsitzen. Kann ich das Pferd hinter mir herführen, wenn ich die Axt in der Hand habe? Das wäre vielleicht gar nicht so dämlich, wenn man das machen könnte irgendwie. Ich guck gleich mal. Und übrigens danke für den Tipp, dass ich die Lampen ausschalten kann. Ich habe das tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ich dachte, das ging nicht, weil ich das noch nicht gelesen hatte. Meine Hände sind voll. Ich kann das jetzt nicht tun. Okay, gut. Das heißt, ich kann nicht das Pferd führen und die Axt gleichzeitig in der Hand haben. Wo bin ich jetzt überhaupt gerade? Wood Farm Forest. Ja, ich habe mich so halb da hier durch den Wald schon mal durchgeschlagen. Ich würde gerne die Axt wegstecken können, dass ich die so per Y oder sowas. Ist Y schon eine Taste? Nee. Weil in einem Boss, wo man kämpfen kann, ist ganz oft Y die Taste, die man drücken muss, um die Waffe zu ziehen. Das wäre super, super toll, wenn das eingeführt werden könnte, dass man vielleicht auf einer Taste die Waffe, also die Axt zieht und sie dann darüber auch wieder wegstecken könnte. Dass es eben möglich ist, dass ich hier nicht permanent die Axt ins Inventar packen muss und wieder rausziehen und wieder reinziehen. Das wäre super, super toll, wenn sowas noch reingebracht werden könnte. So als kleine Idee meinerseits. So, früher konnte man sich die ja auch immer auf den Rücken packen. Ich glaube, ich muss halt die Musik nochmal ein bisschen lauter machen hier. Die ist so episch flüsterleise. Ja, ihr habt jetzt mal kurz ein Standbild. Nee, habt ihr nicht. Das bewegt sich nochmal weiter. Das ist auch episch. So. Ich glaube, jetzt passt das von der Lautstärke her. So hoffe ich zumindest. Sie schlich sich seitwärts tänzelnd zurück zu ihrem Pferd. Nein, eigentlich schleiche ich nicht. Eigentlich renne ich mit offen gezogener Axt auf den Baumstamm zu. Und der Arme kann sich nicht mehr dagegen wehren. So. Nee, ich bin momentan so, diese Adventurous-Musik hier gerade, das hypt mich so ultra. Ohne Scheiß, das klingt jetzt blöd, aber dadurch habe ich irgendwie gerade viel mehr Bock aufs Holzhacken. Weil Holzhacken, sind wir mal ehrlich, ist eigentlich eine ziemlich öde Angelegenheit. Es ist in Riding Out so, wie es in jedem Spiel ist, wo man auch Geld braucht für Sachen. Und auch im echten Leben, was ja nur auch ein Spiel ist, mit genialer Grafik, aber scheiß Story in aller Regel. Nee, ich bin halt einfach momentan so. Ah, ich will jetzt auch unbedingt mal wieder den Herr der Ringe gucken. Den Hobbit habe ich hier auch. Und ich habe mir jetzt tatsächlich das Hobbit-Buch bestellt. Weil ich wollte schon immer mal die Bücher lesen, auch Herr der Ringe und sowas. Aber ich habe mir gedacht, ich hole mir jetzt einfach erstmal den Hobbit, weil das Buch einfach mal viel dünner ist. Um erstmal zu gucken, ob mit der doch sehr malerisch ausschweifende Schreibstil von J.R.R. Tolkien überhaupt zusagt und gefällt.
manchen sagt es ja überhaupt nicht zu, weil es halt wirklich, er beschreibt ja teilweise seitenlang die Orte und Gegenden und die Gepflogenheiten der einzelnen Völker, habe ich mir sagen lassen. Deswegen bin ich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie mir das so gefällt. Und wie sich das liest. Oh. Feine. So. Es wird schon wieder dämmerig. Ja, eine Fackel hätte ich mir vielleicht noch mitnehmen können. Jetzt sehe ich hier ja gar nichts. Gar nichts. Ah, warte mal, hätte ich hier direkt stehen lassen können. Da hinten ist ja noch Holz. Ich um mein Holz. Die Folge kann ich aber nicht wieder so nennen hier. Diese, ich habe schon so viele Folgen Ich um mein Holz genannt. Es wäre so episch, wenn ich dieses Lied nutzen könnte von den 257 Ness hier in der Folge. Obwohl, nein, das wäre nicht episch. Die Musik, die wir jetzt gerade hören, ist viel epischer. ich bin gerade so gut drauf. Wer von euch hat denn vielleicht Herr der Ringe gelesen oder den Hobbit oder das Silmarillion oder die ganzen Nebenstories, die es noch gibt, teilweise ja auch von den Nachkommen von J.R.R. geschrieben? Das würde mich mal so ein bisschen interessieren. Generell wird, glaube ich, tatsächlich immer weniger gelesen, was ich eigentlich schade finde. Ich habe früher unheimlich viel gelesen und ich mache es auch jetzt noch sehr gerne. Weil ich einfach finde, das regt die Kreativität an und die Vorstellungsgabe und es ist einfach, es ist für mich persönlich total entspannt. Ich mag das echt gerne. Wobei viele das ja wirklich, ja, ich will nicht sagen, es ist in Verruf gekommen, aber vielen dauert es einfach zu lange. Viele sagen schon, oh, das ist, das Buch hat, was weiß ich, es hat 200 Seiten, das ist mir zu dick, da habe ich schon keine Lust drauf. Und das finde ich eigentlich schade, dass das sich so entwickelt hat. Weil, ja gut, klar, natürlich, es gefällt nicht jedem, aber ich finde, Lesen ist eine unheimlich angenehme, entspannende Sache. Und auch irgendwie irgendwo ein Stück weit wichtig. Ich finde es wichtig, dass man sich auch Sachen vorstellen kann und nicht immer alles nur irgendwie vorgekaut bekommt. Und ich komme leider, ich bedauere es, dass ich immer weniger zum Lesen komme im Vergleich zu früher. Ich habe früher die Bücher verschlungen, die ich gehabt habe. Ich habe alle möglichen Bücher. Ich habe hauptsächlich natürlich, wow, jetzt ist es wieder dunkel, hauptsächlich Pferdebücher. Ich habe, oh, als ich noch ganz klein war, habe ich die Bibi und Tina Bücher gelesen. Meine Mama hat mir viel vorgelesen. Die hat mir die Hanni und Nanni Bücher vorgelesen. Die Bille und Zottel-Bücher habe ich gelesen. Ich habe die Wendy-Bücher tatsächlich auch gelesen. Also wie gesagt, hauptsächlich Pferdebücher, die ich gelesen habe. Mittlerweile geht es so mehr in Richtung, ja, mehr so in Richtung Fantasy. Ich habe tatsächlich auch, beziehungsweise war jetzt gerade dran oder bin dran an Shades of Grey. Der ein oder andere mag es eventuell kennen. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt gerade im zweiten Band und es wird einfach irgendwie immer dämlicher, vorhersehbarer, langweiliger. Ja. Und ich will jetzt einfach mal so in Richtung Fantasy. Ich will mal ein bisschen schwerere Kost. Ich will einfach mal was haben, was ein bisschen schwerer zu lesen ist, eventuell, was einfach fordert beim Lesen. Nicht nur so leichte Berieselung. Es ist ja wie bei Filmen auch. Bei Filmen gibt es auch Filme, wo man halt mitdenken muss. Und es gibt Filme, die sind einfach nur, ja, wie gesagt, leichte Kost halt. Sachen, wo man sich einfach berieseln lässt. Und ich habe einfach gerade mal Lust auf was Anspruchsvolles. Weil ich schon lange nichts mehr in dieser Richtung gelesen habe. So. Also ich würde sagen, wir reiten jetzt hier noch so ein bisschen bis zum Ende. In der Hoffnung, dass es dann auch wieder langsam hell wird. Wo ist denn gerade der Mond?
Oh, es dauert noch ein bisschen, bis es wieder hell ist. Oh Gott, auf 16 ist die Zuneigung schon. Das wäre dann natürlich doof, wenn ich dann hier nächste Folge irgendwo stehe. Und die Zuneigung ist so stark gesunken, dass ich mich nicht mehr fortbewegen kann mit der kleinen Maus hier. Aber so weit wird es wohl nicht kommen. Ich meine, wir sind jetzt durch den ganzen Woodfarm Forest durch und die Zuneigung ist um gerade mal 3% gesunken. Also das wird schon alles noch werden und hinhauen. Ja. Also hier zum Beispiel sehe ich auch gerade noch keinen Strawberry Rowan. Ich bin gespannt zu sehen, wo der steht, wo der sich befindet. Also wir werden auf jeden Fall auf dem Rückweg noch weiter Holz hacken. Ich möchte das Inventar voll bekommen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, ob ich vielleicht am Anfang von dem kleinen Wäldchen so eine Mini-Hütte baue oder so einen kleinen Unterstand, dass ich da dann eine Truhe reinpacke, wo ich die Axt ablege. Das weiß ich noch nicht ganz genau, weil dann hätte ich nämlich noch einen Platz frei, wo ich noch ein bisschen mehr Holz unterbringen könnte. Dann könnte ich halt wirklich mit absolut knallevollem Inventar, könnte ich dann zum Holzverkauf reiten. So, jetzt bin ich doch mal gespannt. Hier kannst du nicht weiter. Ja, Tatsache, da unten sieht man schon ein kleines Dörfchen. Ein kleines, aber feines Dörfchen. Das sieht aus, als ob hier ein Galgen wäre. Nein, das sind aber so Laternen. Ich bin gespannt, was sich da dann befindet. So, gut. Kehren wir noch zurück zum Woodfarm Forest, würde ich sagen. Hui! Auf unserer epischen Reise durchkämmten wir Feld, Wald und Berge. Nur um gegen eine unsichtbare Wand zu stoßen. Mit dem Gedanken, was sich wohl dahinter verbergen mag. Was uns in Zukunft erwarten wird. Und was hat es mit diesem geheimnisvollen Dorf auf sich? Mit diesen Gedanken galoppierten sie durch die Nacht und zogen sich zurück in den Wald. Die beiden hofften, dass die treuen Zuschauer auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sein würden und fielen in einen gemütlichen Trab, um ein wenig eleganter und erhabener auszusehen. Okay, ihr Lieben, ich würde mich für heute von euch verabschieden. Ups, bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken. Ich hatte echt ultra Spaß an dieser Folge, muss ich sagen, auch wenn ich total rumgeblödelt habe. Ich hatte wirklich richtig Spaß daran und ich habe mich noch mehr in das Pferd verliebt. Ich habe mich noch mehr in das Pferd verliebt, ja, ich gebe es zu. Und ja, Spaß beiseite, auch Spaß wurde ernst und der ist heute 4 Jahre alt. Ich verabschiede mich für heute, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!